Als Bolzeniel einlockte, graute dem Morgen. Naja, zumindest dämmerte ihm, dass es Zeit für eine neue Aufnahme ist. Und damit herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Die Musik hat episch eingesetzt. Wie gesagt, Morgendämmerung. Oh, jetzt sogar schon Vormittag. Ich war tatsächlich sogar schon ein bisschen eher online. Hab noch ein bisschen was auf den anderen Charakteren gecraftet, weil wieder Nacht war. Habe ich die Zeit mehr oder minder so überbrückt. Allerdings überbrücken wir jetzt den Weg in Richtung Giefelmund. Mit dem müssen wir nämlich nochmal sprechen, denn Holzmühle ist gefallen. Ja, zumindest wird es so gezählt. Dann wird es wahrscheinlich so allmählich in Richtung Helmsklamm aufgehen. So. Übrigens, ich habe... erstmal hier zu quatschen. Genau. Okay. Ne? Oh, entweder treffen wir gerade Vorbereitung. Eine dunkle Macht wartet dem Schatten von Holzmühle geduldig auf eine günstige Gelegenheit zuzuschlagen und sah zu, als die Mächtigen sich zu zanken begannen. Nun sitzt sie als Eroberer auf dem Thron und die Mächtigen scheinen zu schwach, ihren wachsenden Einfluss einzudämmen. Ja, so ist es. Auf jeden Fall, wir gucken mal, ob wir irgendwo was zurückholen, aber wahrscheinlich eher nicht. Und werden uns dann wahrscheinlich in Richtung Helmsklamm irgendwann zurückziehen, wenn es denn dann soweit ist. Aber zuerst einmal gilt es, ein paar Dunländer zu schlachten. So. Natürlich nicht unsere liebe Nona, die ist lieb. So. So, okay. Ich hätte noch was essen können nebenbei, aber vielleicht kann ich das ja so noch. Nö. Macht ihr schon mal, ich esse nur schnell was. So, dankeschön. So, jetzt komme ich. So. So, ein Giefel heilt hier fleißig die Leute, das passt so. Ja, ich esse noch was. Ist ja nur einer erstmal, ne? Gegen den. Da. Nee, ist nicht nur einer. Mana muss hier vorsichtig. Die anderen sind weitergezogen. Das ist eher ungünstig. So, erstmal alle betäuben. Dann kann ich wieder in Ruhe was essen. Nö, kann ich nicht. Schade. Hätte ja sein können. War nicht lang genug betäubt. Oh, da ist der Hauptmann dabei. Muss ich ein bisschen aufpassen. Vor allem, weil er mich haut. Ja. Da kommt Nachschub. Auch von hinten die Ruhländerin. Oh, wird eng. Ufer. Jetzt zurückziehen. Ja, ist gefallen, ne? Habe ich ja gesagt. So, wir gehen wieder ein bisschen hoch. Ich hätte mich vorher ein bisschen hochheilen sollen, aber offensichtlich, ja, war das nicht ganz richtig möglich. Aber wir haben es ja so geschafft. So. Ja, man sieht halt daran, dass ich tatsächlich mal irgendwann vielleicht mal ein bisschen mich vernünftiger ausstatten sollte. Deswegen kommt das mit dem, mit dem einen Charakter auf 120 hochziehen, den zweiten auf 105 und den dritten auf 50. So war nämlich die Geschenke, die ich hatte. Naja, das kam gerade recht. Tatsächlich habe ich auch schon einen, der zumindest hier so weit ist, dass er hier die Sachen sammeln kann. Das ist schon mal gut. Und im Prinzip, meine Ledermacherin ist in der Lage, auch mittlerweile für Level 90 Sachen herzustellen. Also Level 97, 98 so in der Dreh wird das wahrscheinlich sein. Und dann wird das voll kommen. So, wir haben den Feind rund um den Brunnen besiegt und können irgendjemanden hören, der näher kommt. Das ist gut. Herobrand kommt. Gut. Es geht gleich weiter. Ich muss nur schnell mich auffuttern. So, damit ich auch endlich mal ein bisschen vernünftig aussehe. Kommt, die uralten Dinge können wir auch mal alle machen. Ja. Und doppelt so. Dann muss ich das hier wieder aktivieren. Und damit sind wir wieder am Start. Okay, Herobrand. Wir müssen weiter und die nächsten besiegen. Ihr bleibt hier? Ja, ihr habt ja keine Lust mehr. Na gut, Giefel kommt wenigstens mit. Ein Giefe heißt er ja. Na. So. Bim. Und die anderen, die können gemeinsam den anderen Platz machen.
Ja, siehst du? Wir hauen schon ordentlich drauf. Aber die haben den ja auch fast knapp gekriegt. So. Okay, weiter geht's. Ganz schön viele. Hepp. Hoch zur Methalle. Auf, dass wir endlich was trinken können. So, ein Wachposten. Ein gleich zumindest toter Wachposten. Der andere hat mir die Tür entdeckt. Ja, jetzt haben wir der nächste auch. Ja, das war Verschwendung, aber das kennen wir ja von mir. So, so. Ah, können wir das mal aktivieren. Hepp. Mach ein bisschen Wind. Macht ja auch ein bisschen Schaden. So, wunderbar. So, da oben steht Arni. Ein ehemaliger Vertrauter von unserem Chef hier, aber leider ein Verräter. Ja, Herobrand, ne? Wir werden Arni besiegen. Arni kann uns nicht. Ich sollte aber erstmal den anderen platt machen, bevor wir irgendwo uns mit Arni anlegen. Ja, auch. Da. Ja, ich wurde ein bisschen geheilt von Hero, das ist gut. Okay, Giefe macht das. Okay. Na. Ich könnte eigentlich mal die DOTs gerade bei den Großen draufhauen. Das bringt ja besonders viel. Weil die lang genug leben, dass die DOTs durchwirken. Würde ich mal meinen. So, ich krieg gleich eine Heilung, denke ich. Ja, hab sicherheitshalber mir selber noch eine gegeben. Oh. Tja, Arnby, falsche Seite gewählt, ne? Falsche Seite gewählt. So. Okay, Herobrand. Wir folgen den anderen in die Methalle. Ja, sobald du mal stehen bleibst. Dankeschön. Okay, rein da. Ja, die anderen stehen hier erstmal dumm in der Gegend rum. Aber wir sind dabei, alles platt zu machen, was da ist. Ja. Wir kämpfen alle frei. Aber irgendwas sagt mir, dass das wohl nicht reichen wird. Es ist eine kurzfristige Rache, aber mehr auch nicht. Ja. Ja. Können wir mal aktivieren. So, hier weit, so weit, so gut. Wir kämpfen uns vorwärts. Hero, ich komme! Und Giefe ist da hinten auch ganz allein. Ei, 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 ei. Ah ne, Noma ist da noch mit. Okay. So. Ich helfe hier drüben mit. Yep. Erledigt. Ich gehe wieder zu Hero. Und dann weiter. So. Dann mal ran da. Ne? Einmal ordentlich Damage gemacht. Den habe ich denn jetzt angegriffen, den da. Ui, 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 ui. Ich bin gleich wieder hingekommen. Muss mal ganz kurz ein bisschen... Ne, ich muss nicht mehr. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen nach draußen gehen. Okay, ich sollte mich beeilen, denn die anderen sind ja noch am Fighten. Lülülülülü. Ja. Machen wir so. Tja, ich sag's immer wieder. Neue Rüstung für Bolzeniel ist sowas von nötig. Sind das hier eigentlich Zorn der Erstgeborenen? Plus 5% Schaden sollten wir vielleicht mal aktivieren. Irgendjemand ist ja drin gestorben. Das ist gut. Es war keiner von unseren Leuten. Das ist auch gut. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Sorry, musste mal kurz aufs Klo. Mitten im Kampf. So. Oh. Ein paar habt ihr schon. Ja, ihr hättet mich gar nicht gebraucht, wie es aussieht.
Ja, man sollte sich als DD natürlich nicht mitten reinstellen, ne? Weiß ich. Aber ihr kennt mich ja. Mitten rein statt nur vorbei. So. Wieder DOT. Noch ein DOT. Noch eine AOE DOT. So. Dann einmal anfassen den Typ. Nochmal anfassen den Typ. Einmal anputzeln. Okay. Auch wenn wir das nicht mehr brauchen jetzt. Hätte ich hier mal reagieren wollen. Bumm. Okay. Heroband, wir haben gesiegt. Rosserfahrung haben wir auch bekommen. Toll. Instanz, der Fall von Holzmühle. Besiegt, beschädelt. Wir haben zumindest das geschafft. Allerdings wird es wahrscheinlich gleich so weit kommen, dass jetzt jemand kommt. Jo, wir müssen abhauen. Kommt es eine große Armee. Es gibt hier keinen Mangel an Arbeit und Beschäftigung. Wenn wir Anspruch nehmen, werde Giefemund in Regentschaft übertragen und sicher als treue erwiesene Truxes. Ja, ja. Ich habe Gerücht gehört, dass in Westfold dringend Hilfe benötigt wird. Ich werde schnellstens meine Sachen packen und mich zu denen gesellen, die Eckebrand an den Pforten des Isen folgen. Mögen wir uns eines Tages wieder begegnen. Mit Sicherheit. Wir bekommen einen zusätzlichen Klasseneigenschaftspunkt. Sehr schön. Und wir bekommen eine neue Rüstung, die ein bisschen mehr Rüstung hat. Wir haben gesehen, heute zweimal, dass das durchaus nötig ist. Auch der Wille, Vitalität und so ist sehr gut. Umso besser. Legen wir direkt mal an. Was haben wir hier noch bekommen? Ruhende Verbesserung. Ah, schön. Nehme ich auch mit. So. Okay. Wunderbar. Huch. Hier lang. Dann, ja, ab in die Westhold. Denn hier hält uns scheinbar nichts mehr. Zumindest nicht im Moment. Unterwegs werden wir sicher noch irgendwo anhalten, wo noch was zu tun ist. Aber, ja, jetzt geht's erstmal Richtung Westhold. Richtung Helmsdamm. Der Eingang in die Klamm. Ja. So. Okay. Auf geht's. Ich freue mich. Hi. So, ich sollte übrigens, bevor wir losgehen, sollte ich mein Schweinchen wieder aktivieren und das hier, bevor wir das Schweinchen aktivieren, hier, das gab es übrigens auch als Geschenke dazu, für jeden, den es nicht gesehen hat, hier, es gab einen Schäferhund für jeden Charakter, ich weiß nicht, ob das bei VIP, ein bisschen was Besonderes oder eben nicht, den Corgi, auch ein kleines Hündchen, wo ist er, da, ja, ein kleiner Süßer und sogar, einen Drachen, hui, ein Schwanendrachen, hui. Ihr könnt ja durchaus mal in die Kommentare schreiben, welchen von diesen Begleitern ich am liebsten dabei haben soll. Entweder unser liebes Schweinchen, den Schäferhund, den Corgi oder den Drachen. Sagt es Bescheid, solange nehme ich das Schweinchen. Wenn ihr in dieser Folge das unten in die Kommentare geschreibselt habt, wird das genommen, was am meisten gewählt wurde. Wenn gar nichts ist, dann bleibe ich beim Schweinchen. Denn, ja, gar nichts kann natürlich auch sein. Schließlich ist, ja, mache ich diese Anfrage viel später. Vielleicht erweitere ich sie dann auf die nächste Folge. Mal gucken. Wir werden sehen. Ja, wir sehen. Wie immer sehen wir. So, das Zeug sammle ich alles ein. Platz genug ist ja. Und, ja, das ist auch das Wichtigste. Und ansonsten ziehen wir weiter und werden in aller Ruhe vorwärts gehen. Wie gesagt, dieses Garn kann ich endlich sammeln mit einem Charakter. Soweit bin ich schon. Bin hier auch schon an Holzmühle vorbeigeritten. Und bin tatsächlich auch schon, ja, wie gesagt, auf die nächste Stufe zum Einsammeln gekommen. Das heißt, ich kann Volzendil jetzt zumindest erstmal wieder ein bisschen besser ausstatten, ohne dass ich mich selbst mit Volzendil ein bisschen vorwagen kann, ohne dass es extrem viel Zeit kostet. Irgendwann werde ich das auch tun, nur jetzt nicht, weil ich jetzt keine Lust dazu habe. Ja, so ist es. So, wir gehen nach Gaphold. Von Gaphold nämlich kommen wir runter in die Westfold. Das würde zwar wahrscheinlich auch hier rüber gehen, aber ich nehme diesen Weg. Ja, der erscheint mir sicherer. Denn in Gaphold selbst haben wir ja schon gesehen, da sind ein paar Leute gewesen. Ha, ich freue mich. Freut ihr euch auch auf die Westfold? Auf die Weite Mark? Da haben wir noch eine Quest. Monster oder Wahnsinn? Der Weite Mark ist aber hier oben, ne? Da gehen wir jetzt nicht mehr hin. Nö. Sorry, das muss entweder später gemacht werden oder warten. So. So machen wir das. Wunderbar. Gaphold ist in Reichweite. Und dann runter in die Westfold. Ha! Hui! So. Ansonsten gibt es was Neues. Ja, neu ist zum Beispiel.
dass es auch ein paar Reittiere gab. Ich bleibe aber bei meinem Elch. Unter anderem war da auch noch ein Eber dabei, der war auch cool. Allerdings bleibe ich bei meinem Elch. Das passt halt rollenspielerisch eher zu Bolzeniel, eher zu einem Elben. Der reitet nicht auf einem Wildschwein, sondern der reitet auf, oder die reitet auf einem Elch. Sind halt Bolzeniel, beziehungsweise Elfen, Elben, Hochelfen. Mein Elben, Mann! Schlimmes Wort. So. Okay. Gut, soweit sind wir. Das ist der Gruß, das ist auch richtig. Und den gehen wir weiter. Lalalala. So, hallo Leute, hier durfte eigentlich nichts mehr sein, weil hier war nicht viel zu tun. Und das, was zu tun war, das bin ich mir fast sicher, haben wir erledigt. Das heißt, ich gehe davon aus, hier nur durchzureiten. In Richtung, ja, weiter. In Richtung weiter, genau. Weiter ist immer eine richtige Reitrichtung. So. Schon irre viel Zeug hier im Spiel. Man kann schon Tage mit Sortieren verbringen. Absolut. Absolut. Das ist mir auch bereits aufgefallen. Aber es macht auch manchmal ein bisschen Spaß. Muss man sagen. Ja, also ich mag das es gibt Leute, die meckern drüber, aber ich mag das Crafting-System hier tatsächlich. Es ist ja in den späteren Stufen sogar noch teilweise vereinfacht worden. Sieht man hier teilweise hier bearbeiten. Die Aufzeichnung und so weiter. Es ist weniger geworden. Hier und da ist alles ein bisschen, ja, ein bisschen kleiner geworden. Das ist auch richtig. Das ist okay. Untersuchung, das ist quasi Kerze. Das ist dazugekommen. Sorgt aber auch dafür, dass man gleichzeitig wieder ein bisschen was hauen kann, machen kann. Oh, hier kann ich mir sogar als Essenzen machen. Coole Sache. Jetzt reiten wir erstmal in Richtung... in Richtung Helmsklamm, weil da ist was, weil da müssen wir hin. Alles andere geht uns erstmal nichts an. Hier an Marathon werden wir wohl vorbei reiten. Neue Tat, die Erkundung der Westfold. Es sei denn natürlich, ist gerade einer mitten in der Gegend, dem wir direkt einer auf die Mütze geben können. Und der, hallo. Ja. Mit dem Drachen kämpfen, ne? Dass es da keine speziellen Drachenbuffs gibt. Warte, wir gehen wieder auf Schwein, wie ich angekündigt habe. Denn, naja, ich mag Schweinereien. Wer nicht? So, also, in Richtung Marathon mit kurzen Abstechern hier zu verzierten Truhen, weil sie da sind. Leute, sorry, das muss sein. Die Tatsache, dass jetzt andere auch sammeln können, tatsächlich das hier noch gar nicht. Da ist keiner dabei von denen, die ich gelevelt habe. Eben nur Erze und Holze. Das Zeugs, das schafft Bolzeniel ja meistens auch selbst ganz gut, das hinzubekommen, dass man da eine ausreichende Menge zumindest für sich selbst zusammenkriegt. Auch wenn das ein bisschen, sagen wir mal, nachstufig ist in Anführungsstrichen, aber da ich das Zeugs sowieso nicht oft einsetze, ne, wir stellen weder selber Tränke her, noch Dingens, sondern im Prinzip die Ausrüstung eher das Wichtigere ist, genauso wie das Bufffood, das sehe ich für extrem hilfreich. Das Zeugs macht zwar durchaus was aus, aber jetzt nicht so viel, dass ich mich jetzt auf die Schriftrollen allein stürzen würde oder eben Tränke hast du nicht gesehen und so weiter. So. Wir gehen hier entlang, wir gehen die Straße lang, wir haben es doch. Hier entlang. Wunderbar. Wenn man nur daran zurückdenkt, wie wir bis 2011 noch gedacht haben, dass wir Mordor nie zu Gesicht bekommen würden. Ja, das Spiel hatte mal die ein oder anderen Schwierigkeiten. Wie jedes Online-Game wird es auch immer noch Schwierigkeiten haben. Das bleibt halt nicht aus. Im Moment hat es die höchsten Spielerzahlen seit, seit Beginn. Das liegt aber halt auch daran, dass halt ein großer Content-Teil Free-to-Play gemacht wurde. Und das wiederum bedeutet natürlich, dass da auch ein paar Einnahmen fehlen für Leute, die sich das Zeugs kaufen. Ne? Oh, da. Helmsdamm, Westfold, die Nornburg. Ha, ha. Sorry. Aber einfach, weil er da ist. Komm, wir hauen Tiere, weil sie da sind. Natürlich nur im Spiel. Leute, ich bin so ziemlich der tierliebste Mensch, den ich kenne. So. Aber digitale Tiere ist was anderes. So.
Gehst du wieder hoch? Dankeschön. Ah, man merkt an der Server-Performance. Die Server-Performance ist wirklich ein bisschen gesunken, dass ich hier teilweise nicht wirklich gut vorankomme. Ne? Ist jetzt auch natürlich die Hauptverkehrszeit. Wieder mal Sonntag, kurz nach Mittag. Es ist teilweise ein bisschen schwieriger zu spielen, aber es geht, wir werden es hinkriegen. So, wir sind hier leider schon irgendwie, ich muss mal hier wieder zurück, um zu gucken. Einfach der Straße lang, okay. Isengard-Eindringlinge, die sich hier schon vor der West, vor der Hohenburg herumtreiben. Nun gut. So, da sind wir. Okay, hier scheint es, schon eine vorgelagerte Festung von Gegnern zu geben. Ich glaube nämlich nicht, dass das hier alles Teil von Helms Klamm ist. Es ist eh nur, sagen wir mal, ein Teil der Dingens. So, Gamling der Ältere. Hallo Gamling. Lange nicht gesehen. Ihr seid hier, um zu helfen? Ja, ihr seid gekommen, um uns zu helfen. Ich weiß nicht, zu welcher Hilfe ihr fähig seid, aber ich werde niemanden wegschicken. Die Dinge liefen nicht besonders gut. Ja, dann bitteschön. So, wir kriegen erneut einen neuen Helm. Hat man den letzten nicht erst bekommen? Naja, aber auf jeden Fall, der ist nochmal deutlich besser als das, was wir anhaben. Ich freue mich über alle Hilfe, also, die ich hier bekommen kann. Ja, das kann ich verstehen. Ich zähle eure Hilfe gleich doppelt. Oh, ja, das klingt schon viel besser nach uns, genau. Die Armeen Sarumans überfielen die Männer an den Pforten des Isen. Die Überlebenden sind jetzt über die ganze Westfold verteilt. Niemand scheint zu wissen, wo Erkenbrand abgeblieben sein mag. Er ist in Friedenszeiten der Herr der Hornburg und er würde sich hierher auf den Weg machen, wenn er irgend könnte. König Theoden wich von seinem geplanten Vorhaben ab und kam zur Klamm. Als klar wurde, wie zahlreich und stark Sarumans Streitkräfte wirklich sind. Deine Armee ist bereits in Marsch gesetzt und wird sicherlich bald hier eintreffen. Ich freue mich über alle Hilfe, die ich bekommen kann. Ihr werdet mir durch den Ruf, der ihr euch vorauseilt, bereits bekannt und deshalb zahle ich euch eure Hilfe gleich doppelt. Freunde von euch haben uns bereits nach Kräften unterstützt. Ihr findet sie auf dem Damm und in der ganzen Klamm und auch in der Hornburg. Alles klar, dann haben wir da noch den einen oder anderen. Zum Beispiel Gimli. Hey, Digga. Ich wusste, dass ihr euch dies nicht entgehen lassen würdet. Seid gegrüßt, meine Freundin. Ich wusste, dass ihr euch dies nicht entgehen lassen würdet. Jedenfalls hat dieser Zwerg hier genug vom Herumrennen und Herumreiten und die ständigen langweiligen Unterhaltungen. Jetzt ist es Zeit für den Kampf. Und es braut sich ja eine schöne Schlacht zusammen. Die Mauern der Festung scheinen robust. Und die Rohirrim sagen, dass die Klamm noch niemals von einem Feind eingenommen worden sei. Ja, und so soll es auch diesmal nicht eingenommen werden. Aber, um euch die Wahrheit zu sagen, ich wäre recht enttäuscht, sollte meine Axt nicht wirklich gebraucht werden. Orks haben Nacken, die nur darauf warten, durchgehauen zu werden. Und ich bin gerade der richtige Zwerg, um das höchst selbst zu veranstalten. Ich vermute, ihr werdet Legolas oben auf dem befestigten Wall finden. Er bevorzugt eine gute Rundumsicht auf die herannahenden Orks, während ich lieber eine Axtlenke entfernt von den scheußlichen, in ihre scheußlichen Fratzen schaue. Mhm. Ja. Legolas, der Bogenschütz, wir nicht so. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Haben ein neues Buch angefangen damit. Dieses Buch, das führen wir fort. In der nächsten Folge. Ich bin gespannt. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Jetzt aber. Tschüss.